Wie definierst du Arbeit? Nicht Beruf, sondern halt Arbeit, also der Prozess der Arbeit, also etwas erledigen sozusagen. Wenn du willst, kannst du es auch in Kommentaren aufschreiben. In meiner Erfahrung, sehr viele Menschen definieren Arbeit als etwas Schlechtes, als etwas Unangenehmes, trotz der Tatsache, dass sehr viele Menschen es täglich tun. Genau darüber ist heutiges Video. Wie oft arbeiten wir eigentlich in unserem Alltag? Was ist Arbeit und was ist keine Arbeit? Und verfolgt uns Arbeit nicht eigentlich immer? Mehr dazu gleich. Aber natürlich, bevor wir anfangen, muss ich dir sagen, dass es Your Experience ist und hier teile ich meine verschiedenen Meinungen zu verschiedenen Themen. Ich mache aktuell ein Video pro Woche, ich lade es am Montag hoch und wenn dir dieses Video gefallen wird, bitte drück den Like-Button, ansonsten kannst du auch gerne den Kanal abonnieren. Lass uns anfangen. Lass uns natürlich mit einer Definition anfangen, mit meinen eigenen Wörtern. Arbeit ist eine Tätigkeit, sei es mentale oder physikalische Tätigkeit, die dazu führt, dass man in ein Ergebnis bekommt. Also man tut was, sei es halt mit Händen oder mit Kopf oder tatsächlich in dem Kopf und man hat danach ein Ergebnis, sei es Geld oder sei es Zeit, Energie, sei es irgendwie Entspannung oder, keine Ahnung, eine Vase zum Beispiel. Ich will betonen, in diesem Video definiere ich Beruf und Arbeit nicht als etwas Gleiches. Also Beruf ist das, wohin du gehst und arbeitest deine 40-Stunden-Woche und bekommst Geld dafür. Arbeit ist das, was du beim Beruf tust. Es kann sein, dass die eigentliche Definition sich ein bisschen unterscheiden davon, was ich aktuell sage, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und ihr könnt mir jetzt folgen. Viele Menschen definieren Arbeit als etwas Langweiliges, als etwas, was einem stresst, wonach man danach Entspannung braucht. Und in meiner Meinung, sehr viele Menschen arbeiten täglich, wenn nicht jede Sekunde, jede Minute, kontinuierlich und dann bekommen sie verschiedene Sachen, ohne dass es Menschen eigentlich bewusst ist, dass sie A, gearbeitet haben und B, was sie da eigentlich bekommen haben, dass sie etwas erarbeitet haben, dass sie irgendein Ergebnis bekommen haben. Ein paar Beispiele dazu gebe ich gleich, aber diese meine Definition der Sache führt dazu, dass in meiner Meinung viel mehr Menschen am besten ihre Meinung über Arbeit umdefinieren sollen. Sie sollen Arbeit nicht mehr mit diesem bösen Blick angucken und mehr versuchen, den Prozess zu genießen, weil es am Ende des Tages uns überall verfolgt. Beispiel Nummer 1. Natürlich Beruf. Also beim Beruf arbeiten wir. Wir gehen zur Arbeit und da arbeiten wir und deswegen halt sagt man öfter sogar Arbeit und nicht Beruf, wenn man über diese 40 Stunden etwas spricht. Und ich glaube, es ist auch keine Überraschung für euch, dass sehr viele Menschen ihr Job nicht mögen. Sie mögen es nicht, dahin zu gehen, manchmal sogar den Prozess zu machen, aber trotzdem tun sie das, weil am Ende des Tages alle von uns brauchen Geld. Hier eine kurze Nebenbemerkung. In meiner persönlichen Meinung soll man eigenen Job nicht hassen. Alle anderen Zustände sind möglich, erlaubt und plausibel, aber Hass ist nicht das, was man haben soll. Es ist großartig, wenn du deinen Job liebst. Es ist okay und es ist vertretbar, wenn du deinem Job gegenüber neutral bist. Es ist okay, du arbeitest da, du bekommst dein Geld, du gehst nach Hause, es ist okay. Hass oder halt nicht mögen oder sich selbst hassen dafür, dass man das tut, das ist ein bisschen falsche Einstellung in meiner persönlichen Meinung. Aber zurück zum Thema Arbeit. Wir alle wissen es, dass wenn man keine Arbeit in Beruf einsteckt, dann wird man auch nicht besser in diesem Beruf, in diesem Job, dann bekommt man keine höhere Position und sogar mit Gehalt kann es Probleme geben. Natürlich gibt es Ausnahmen, die muss ich nicht mal ansprechen. Zum Beispiel Menschen, die sehr gute Charisma haben, haben öfter Möglichkeit, ihren Job höher zu steigen als die Menschen, die fachliches Wissen haben. Und außerdem nicht jede Art der Arbeit, die ein gewünschtes Ergebnis bringen wird, aber trotzdem ist uns allen irgendwo irgendwie bewusst, man soll zur Arbeit kommen und da arbeiten. Und wenn man da arbeitet, dann wird man besser darin und möglicherweise bekommt man mehr Profit dadurch. Und hier sprechen wir über verschiedene Arten von Profit, sei es Wissen, sei es Geld, sei es Energie, möglicherweise mehr Zeit, weil du mehr Urlaub dir erlauben kannst und so weiter. Dementsprechend hier ist Arbeit etwas Notwendiges. Nächstes Beispiel. Beziehungen. In meiner persönlichen Meinung benötigen alle Beziehungen Arbeit. Jede Art der Beziehung, sei es persönliche Freundschaft, vielleicht die Beziehung mit deinem Boss oder so, jede Beziehung braucht Arbeit. Was meine ich in diesem Fall als Arbeit?
Zeit nehmen, um mit dieser Person zu sprechen. Zeit nehmen, um sich diese Person anzuhören. Zeit nehmen, um eine emotionale Brücke mit dieser Person aufzubauen. Energie nehmen für alle gleiche Sachen und möglicherweise etwas dazu, Geschenke schenken oder wichtige Informationen mit dieser Person teilen. Es ist sehr viel, was man machen muss und als Ergebnis hat man eine gute Beziehung mit dieser Person. Als gutes Beispiel hier dient in meiner Meinung Beziehung mit deinem Partner, Partnerin. Weil da muss man etwas investieren, weil sonst stagniert die Beziehung oder zumindest bleibt sie gleich, aber sie wird nicht besser. Und normalerweise wünscht man sich für einen Partner, Partnerin oder vor allem Lebenspartner, Partnerin, dass diese Person fürs Leben mit dir bleibt und dementsprechend, dass die Beziehung mit dieser Person immer besser wird. Und es ist halt so, wenn man das sich wünscht, muss man auch dafür arbeiten. Man soll Zeit investieren und gemeinsame Dates. Man soll vielleicht Geschenke schenken. Man soll vielleicht Zeit investieren und Energie investieren, um etwas im Haushalt zu tun, um die andere Person von dieser Arbeit zu erlösen. Und nur weil es für einige Menschen natürlich und automatisch ist, bedeutet das noch bei weitem nicht, dass es keine Arbeit ist. Trotzdem ist es Arbeit. Trotzdem ist es Zeit, Geld, Gedanken, Investition in etwas. Du tust etwas. Mit deinen Händen, Kopf, was auch immer. Und als Ergebnis bekommst du auch etwas. Etwas normalerweise nicht physikalisches, außer wenn du Geschenke bekommst. Aber trotzdem bekommst du etwas. Eine Beziehung mit einer anderen Person. Einen bestimmten mentalen Zustand. Bestimmte Emotionen möglicherweise. Das bedeutet per Definition, das ist auch Arbeit. Das letzte Beispiel, welches möglicherweise einige von euch nicht einsehen werden, Hobbys. In dieses Video bin ich reingegangen mit der Idee, dass einige Hobbys Arbeit benötigen, aber jetzt bin ich der Meinung, nach Aufnahme von dem englischen Video, alle Hobbys brauchen Arbeit. Was definieren wir öfter als Ziele der Arbeit? Etwas Großes, etwas zu schaffen, etwas erreichen. Zum Beispiel in Fußball Spiel gewinnen, in Schwimmen eine Medaille bekommen, in Zocken, keine Ahnung, irgendwelche Hauptgegner besiegen. Das alles definieren wir als etwas Großes. Wir haben ein großes Ziel für dieses Hobby. Und nur dann, wenn wir gegen dieses große Ziel arbeiten, nur dann definieren wir Hobby als Arbeit oder zumindest teilweise als Arbeit. Dann sind wir zumindest teilweise bereit, das als Arbeit zu definieren. Wir haben ein Ziel vor Augen. Ich bin aber der Meinung, dass auch kleine Ziele reichen, um Hobby als Arbeit zu definieren. Zum Beispiel meditieren ist auch ein Hobby. Das ist ein entspannendes Hobby. Als Ziel von dir liegt Entspannung oder eine Befreiung des Kopfes von Gedanken, was auch immer. Du meditierst, du arbeitest, du konzentrierst dich darauf, dich zu entspannen. Es gibt verschiedene Arten zu meditieren, aber das ist der Grundprinzip. Du befreist deinen Kopf von Gedanken und so entspannst du deinen Körper. Und diese mentale Tätigkeit ist in meiner persönlichen Meinung Definition von Arbeit. Du machst etwas und bekommst etwas danach. Anschließend, als Ergebnis davon, was du gemacht hast. Wenn das keine Arbeit ist, dann weiß ich nicht, was ist. Das ist ungefähr, wo meine Meinung sich von Meinung verschiedener anderer Menschen unterscheidet. Für mich ist Arbeit auch etwas zu schaffen, was mich entspannt. Für sehr viele Menschen Arbeit ist anstrengend, stressig, denn man muss sich anstrengen und halt anspannen, was auch immer. Aber sich auch entspannen ist für viele Menschen Arbeit. Sehr viele Menschen können das nicht einfach so, ich entspanne mich mal. Ein komisches Beispiel. Ich habe Gesangunterricht genommen, ziemlich lange. Und am Anfang davon, eine der ersten Sachen, die mir beigebracht wurde, war mein Bauch zu entspannen. Und erst dann habe ich gemerkt, dass ich im Prinzip viele Jahre die ganze Zeit mit angespanntem Bauch gelaufen bin und dass mein Bauch zu entspannen mir wehtut. Und es ist eine bewusste Entscheidung, meinen Bauch zu entspannen. Es war eine Arbeit für mich, mich zu entspannen. Und ich bin persönlich der Meinung, dass für sehr viele Menschen sich entspannen ist etwas, was sie einplanen sollen, weil sonst tun sie das nicht, weil ich habe ja das, ich kann auch das tun und das kann ich auch tun. Aber wann nimmt man Zeit, um sich zu entspannen? Und sobald du Zeit nimmst, dich, Pi mal Daumen, aber schon konzentrierst auf irgendeine Tätigkeit, die dir Entspannung bringt, dann tust du Arbeit. Und das ist das größte Problem dieses Videos. Sehr viele Menschen definieren sowas nicht als Arbeit. Nur die böse Sachen, keine Ahnung, das gesamte Haus färben, das ist Arbeit. Irgendwie komplette Haus umbauen, das ist Arbeit.
aber sich entspannen, das ist keine Arbeit. Ich bin der Überzeugung, dass es für viele Menschen von Vorteil wäre, diese Meinung über Entspannung und über Arbeit zu ändern. Arbeit muss nicht anstrengend sein. Arbeit muss nicht dich belästigen. Arbeit muss nicht irgendwie dir keinen Spaß bringen. Arbeit ist nur ein Prozess. Das ist neutral. Wie du das angehst, das ist deine Sache. Und wenn du das umdefinierst, dann ist möglicherweise irgendwann für dich Arbeit nicht mehr anstrengend und nicht mehr ekelhaft, sondern etwas Schönes. Und dann gehst du lieber zu deiner Arbeit, also zu deinem Beruf, weil da arbeitest du ja nur. Und das ist okay. Das ist okay, du bekommst ja was dafür. Und dann nimmst du dir Zeit extra, um dein Hobby zu betreiben, welches keinen super Zweck macht. Es entspannt dich nur. Es macht dir nur ein bisschen Spaß. Du zockst ein bisschen, liest ein Buch. Ein komplett Buch ohne Sinn. Einfach ein Buch, um Kopf auszuleeren. Du tust es für dich. Was im Prinzip etwas Lohnenswertes ist, wofür man arbeiten kann. Das war's. Ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Wenn es der Fall ist, bitte du den Like-Button. Ansonsten kannst du auch gerne den Kanal abonnieren und du kannst gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Montag.